Du willst den Landwirtschaftssimulator 2015 in seiner vollen Pracht erleben, hast aber nicht das Geld, um dir die Maschinen zu kaufen und einfach nicht die Zeit, um das Geld zu erfahren? Dann zeige ich dir jetzt in diesem Video, wie du dir das Geld einfach ohne Programme geben kannst. Und dafür erstellen wir erstmal eine neue Karriere. Dafür klicken wir auf Karriere und Spielstand 2 und sagen Start. Dann gehen wir auf Einfach, Normal oder Schwer, könnt ihr selber entscheiden, wie ihr es wollt. Und ich nehme jetzt einfach die Map Bjornholm. Und jetzt lädt das Ganze und ich spüre das erstmal ein bisschen vor, weil das dauert ein bisschen, bis die Map lädt. Nun ist das Spiel fertig geladen und ich klicke erstmal auf Start. Damit würden wir erstmal hier begrüßt. Hallo. Ihr seht, ich spiele das Ganze im Gamepad und ihr seht oben rechts, ich habe genau 12.000 Euro. Und wie ich das Geld jetzt verändern kann, zeige ich euch jetzt. Dafür drücken wir die Escape-Taste, bzw. speichern das Spiel. So, jetzt wird das Ganze gespeichert. Dann sagen wir das Spiel abbrechen. Ja. Und ja, dann können wir eigentlich schon beenden drücken, weil das war soweit im Landwirtschaftssimulator. Und nun sind wir auf meinem Desktop. Ihr seht, ich habe keine Programme, weil, ja, das müsst ihr nicht sehen. Und wir drücken die Windows-Taste oder drücken hier unten und geben ein Farming. Und dann sollte eigentlich auch schon, sollten die ersten Suchergebnisse kommen. Hier, Farming Simulator 13 und 15. Ich habe nämlich auch den 13er. Ich klicke jetzt aber auf den 15er, denn da möchte ich das Geld verändern. Bei dem 2013er Landwirtschaftssimulator ist es genau das gleiche. Dann gehen wir hier auf Safe Game 2, weil das ja der zweite Spielstand ist, und sehen hier diese ganzen Config-Dateien. Hier sind quasi die ganzen Spieldateien von eurem Spielstand gesichert und hier könnt ihr die auch verändern. Ihr könnt jetzt aber hier keinen Doppelklick drauf machen, weil das dann im Internet Explorer geöffnet wird. Ihr müsst einen Rechtsklick machen und dann öffnen mit Editor. Der Editor ist eigentlich auf jedem Windows-PC schon vorinstalliert und dann öffnet sich hier dieser Editor. Jetzt seht ihr ganz viele Zahlen, Buchstaben und komische Sonderzeichen. Dann scrollen wir hier in der Mitte oder je nachdem wie groß euer Bildschirm ist, müsst ihr einfach gucken. In der ersten Zeile steht irgendwo, hier haben wir es, Money. Das müsst ihr eigentlich suchen und ihr seht jetzt hier 11.992. Das ist, weil die ganzen Maschinen, die man am Anfang hat, schon Geld verbrauchen pro Tag. Darum ist es jetzt nicht mehr 12.000. Und jetzt sagen wir ziehen hier einfach ein paar Nullen dran. Dann Steuerung S oder hier oben Datei speichern, das geht beides. Und das war es eigentlich auch soweit in der Config. Jetzt öffne ich den Landwirtschaftssimulator wieder und wir sehen uns dann gleich im Spiel. So, jetzt sind wir im Spiel, wir gehen auf Karriere und wir sehen hier Bjornholm, das ist der zweite Spielstand, den wir gerade erstellt haben. Und wir haben so viel Geld, wie wir ihm eingegeben haben. Wenn ihr das Ganze im Multiplayer haben wollt, das Geld, müsst ihr einfach auf Multiplayer gehen, Spiel erstellen und dann könnt ihr euren zweiten Spielstand auswählen. Und so könnt ihr euch dann eigentlich alle Maschinen kaufen und dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Ihr könnt mich gerne abonnieren und dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch viel Spaß. Der Landwirtschaftssimulator kam heute raus, heute ist der 30.10. Ich habe ihn schon seit gestern, weil ich ihn vorbestellt habe. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Tutorial, keine Ahnung. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Hinweise, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da eigentlich für alles offen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.